Und ich konnte auch nicht stillstehen. Deine Freunde, ihr konntet auch nicht wirklich stillsitzen, oder? Ich zumindest nicht. Das hat mich sofort von den Stühlen gerissen. Also erstmal ein Riesenkompliment an euch. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Und auch ein Riesenkompliment an Sascha. Dieses Songauswahl für die drei, echt krass. Das ist eine ganz, ganz tolle Dosis gewesen von aus dem Song ausbrechen und im Originalsong bleiben, die ihr da gebracht habt. Und das war wirklich irre zu sehen. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr gefreut, dieses Lied endlich mal wieder zu hören und jetzt auch noch so gesungen von euch. Mir hat es damals immer durch so Liebeskummerzeiten geholfen, wenn ich mal wieder abgeblitzt bin. Dann habe ich diesem Lied zugehört und gedacht, okay, vielleicht ist es mit 12 wirklich noch zu früh für die wahre Liebe. Heute habt ihr die Liebe einfach so mitgebracht in Form von euren Stimmen. Vielen Dank dafür. Danke euch. Dankeschön. So viel Liebe war auf dieser Bühne. Lena, hast du sie auch gespürt? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das war total toll. Ihr habt nicht in Anführungsstrichen nur gesungen, sondern ihr habt auch noch getanzt. Das heißt, ihr seid eigentlich zu dritt schon das absolute Komplettpaket. Und es war echt mega, mega gut. Der Song ist nicht easy. Also ihr habt diesen anspruchsvollen Song wirklich toll performt und dabei auch noch getanzt. Es ist echt anspruchsvoll, sich zu bewegen, während man singt, weil man sich sozusagen auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Aber wir Frauen können das ja ganz gut. Deswegen, ihr habt das 1A gemacht. Wirklich richtig gut. Dankeschön. Max, kannst du auch mehrere Dinge gleichzeitig? Nee. Ich will schon mit Atmen und gleichzeitig reden, finde ich schon schwer eigentlich. Also deswegen, fand die Performance megamäßig. Also ich habe extrem gute Laune dabei gehabt. Da hätte ich echt noch mal ein paar Songs mehr hören können. Großartig, 10 von 10 Punkten. Mädels, ich liebe euch. Ihr seid einfach die coolste Truppe.
Das ist echt eine ganz harte Nuss, die ich jetzt zu knacken habe. Ja. Ach, es ist so schlimm, dass man da jetzt so irgendwie, aber ihr drei, ihr werdet sowieso, ihr seid so cool miteinander, ihr seid Freundinnen geworden. Sascha, du bist ja ganz aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Du fängst an zu stottern, das kenne ich gar nicht von dir. Er hasst diesen Moment. Ich hasse den richtig. Sascha hat es in der Hand. Ich werde jetzt versuchen, eine schnelle Entscheidung zu treffen und die kommt wirklich von ganz tief innen und wird jetzt sehr, sehr, sehr spontan sein. Also bitte, die beiden, die jetzt nicht weiterkommen, seid nicht traurig, ihr seid einfach alle toll und deshalb ist es halt so schwer und nun muss die Entscheidung her. Ich gehe in die Sing-Offs. Ich halte es nicht mehr aus. Mit dem Talent, wo ich das Gefühl habe, ich kann es gar nicht sagen. Pass auf, ich geh in die Sing-Offs mit Nora. Herzlichen Glückwunsch, Nora! Du bist in den Sing-Offs! Applaus bitte für Katrin und für Naima. Mein Gott. Ich dachte, ich falle um. Ich dachte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Musst du auch gar nicht. Du musst nur noch weiter singen. Du bist in den Singer.